hier den Ausgang. Da ist. Oh, sieh mal einer an. Verbesserung für deine Ausrüstung. Dazu brauchen wir eine Werkbank und die haben wir ja schon gefunden. Nachtsicht mal ausschalten kurz. Zap. Zap. Nein, ich dachte schon, da wäre wieder Alpha unterwegs. Ansonsten gibt es hier aber keine Banditen mehr, oder? Nee. Sieht gerade nicht so aus. Yo. Dann hobbledy hobbledy. Da haben wir Licht. Das ist immer gut. Da passt soweit alles. Geschlossenes Reflexvisier. Ja, ist vielleicht in der Wüste gar nicht so doof. Waffen reinigen. Und hier haben wir Bewegungsmelder. Dieses hochentwickelte Gerät nutzt mehrere Detektoren und fortgeschrittene Computeralgorithmen, um feindliche Einheiten zu erkennen, die sich bewegen. Zur effektiven Nutzung ist jedoch etwas Übung erforderlich. Okay. Haben wir schon alles? Ich glaube, dann können wir ohne schlechtes Gewissen rauf, oder? Und alle. Hopp. Gutes Karte, damit ich durchhacken kann. Ja, passt. Ich wollte noch hier lang gucken. Okay. Danke. Ich tu euch nix, Kinders. Hier hätten wir, glaube ich, soweit mal aufgeräumt. Nein. Ja, haben wir. Okay. Verstanden. Wir wollten ja sowieso zum Leuchtturm. Also, ab mit uns. Ich glaube. Ihr lasst mich besser in Ruhe, Mistviecher. Oh. Okay. Also, das Ding ist alles bloß nicht leise.
verdammten Arschlöcher! Was ist so schwierig daran, sich mit einer ganzen Bande eine armselige Frau zu krallen? Sie hat schon ein Dutzend der Jungs umgelegt. Tja, wenn ihr weiter mit euren Ärschen denkt, bringt sie... Die Besiegen erzählt bereits Legenden von dieser Hexe. Nett. Wenn ihr weiterhin so kümmerlich abliefert, betet ihr sie bald auch an. Es interessiert mich an dem Scheißdreck, wie ihr sie schnappt. Fackelt die ganze Insel ab, falls nötig. Aber wehe, ihr kommt mit leeren Händen zurück. Dann sinkt ihr am nächsten Morgen im Fall weg. Verdammte Wichser. Weitermachen, Leute. Das sind nur Mini-Viechers. Okay, der hat andere Probleme. Nehme ich doch gern mit. Ja, er hat definitiv andere Probleme. Was zum Teufel stehst du hier mit Feuer rum? Er hat es nicht mal so lange überlebt, dass ich ihn bewusstlos schlagen hätte können. Ganz sauber sind die Typen aber nicht mehr, oder? Ist das ein Selbstmordkommando oder... Ich weiß nicht, ob es nicht freundlicher wäre, ihn zu erlösen. Auf jeden Fall hat sich Madame hier gut einbarrikadiert. Ach du Schande, wir sollten aufpassen. Wenn du hier eine Falle auslöst, bist du halt Gatsch, wie man so schön sagt. Licht aus, danke. Quietsch, Quatsch, Traubenmatsch, sie macht uns alle breit. Warum zum Teufel hängen wir hier ab? Wir müssen den Jungs da helfen. Wir sollen die Fallen beseitigen. Die Schlampe kann ohne sie nicht. Das ist nur damit, kriegen sie unsere Leute. Das hat gut funktioniert, möchte ich mal behaupten. Mhm. Danke, nein. Das muss doch nicht sein. Es gibt tatsächlich Fallen, die die Typen noch nicht ausgelöst haben. Ich bin stolz auf sie. Aber was die da oben am Berg gerade treiben, das möchte ich halt auch nicht wissen. Da geht's ja rund wie... Ach, nervig. Wie in einem Großkriegslager. Kurz mal... Akkus aufladen.
weiter geht's. Die Luftpumpe einsetzen. Okay, hier wird schon geschossen. Mhm. Madame hat sich echt ordentlich verbarrikadiert. Danke. Hallo. Danke. Das ist auf. Oh doch, die Kammern. Aber es dauert ein bisschen. Okay. Noch schießt, glaube ich, keiner auf mich. Magst du noch einen Schritt weiter gehen? Artyom, danke. Da oben sieht man schon die Kugeln fliegen. Das heißt, ich werde das hier nochmal schnell nutzen. Mein Nachtsichtgerät auf volle Pulle. Okay, da hinten sind keine Viechis. Nein, 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 mach das Feuerzeug aus. Junger Mann. Geht's noch? Solange es geht, möchte ich irgendwie unerkannt bleiben. Danke. Okay. Da ist jede Menge Feuerpower, würde ich sagen. Die gegen unsere hoffentlich Verbündete losgelassen wird. Okay. Du kannst uns nicht alle umlegen, Schlampe. Selbst wenn nur einer von uns übrig bleibt, kriegen wir dich. Steh dich um! Bewegung! Los, macht ihr Druck! Dieses Miststück lügt unsere Jungs wie nichts um, aber nicht geschlafen. Was hast du erwartet? Sie ist immerhin wie sie. Habt ihr Angst, selbst zu kommen? Und schickt deshalb eure Hunde? Ah, diese Worte wirst du noch fressen! Gebt mir Feuerschutz! Die räuchere ich jetzt aus! Ah, da vorne. Kommt her! Du bist müde. Verdammte Schlampe! Dafür wirst du büßen! Dafür wird der Baron dich in Stücke reißen! Baron Wiesbaden, das? Ihr kommt ja, ja. Nur von eurem Baron. Warum ist der Baron nicht hier? Ich glaube, der Baron ist zu schlau, um selbst herzukommen. Also, euch dumme Schweine, um hier zu sterben. Und ihr kommt zum Sterben her. Die dumme Schweine. Nee, nee. Der Baron hat euch bestimmt einen Bohrturm für meinen Tod versprochen. So lange leben sie nicht. Sklaven, eigene Huren, eigenes Trinken versprochen, nicht wahr? Aber ihr bekommt nur eine Kugel in den Kopf, sonst nichts. Und diesen Baron schnappe ich mir später. Ich werde diesen lahmen Hund in seinem Versteck erwürgen. Du bist müde. Nett. Du Feind! Du bist müde. Sorry. Ja, aber ich habe ihn nicht. Warum kann ich die nicht K.O. schlagen? Ja,
Wo? Ach, da hinten. Sag das doch gleich. Versteckt sich da wirklich noch einer? Ich muss ihn nur kriegen. Wo bist du, Kamerad Schnürschuh? Sie kriegt uns hier alle, diese Schlampe. Sie kriegt uns doch alle. Ich sehe halt genau niemanden. Wir hätten scharf mitbringen sollen. Mit unseren Waffen erwischen wir sie nicht. Alter, bin ich blind oder was? Na, der tut keinem mehr was. Wir hätten nachts kommen sollen. Das hätte ich jetzt nicht gesehen. Alter, es ist Nacht. Ernsthaft? Hier hinten? Schlaf. Du Schaf. Ich werde mich volllaufen lassen, wenn ich wieder am Bohrturm bin. Bis zur Bewusstlosigkeit. Noch einer? Was zur Hölle macht das mit mir? Ernsthaft? Ich habe keine Idee mehr, wo hier noch wer sein könnte. Gehen wir halt mal nach vorne. Vielleicht, wenn wir die zwei ausschalten, dass es dann besser wird. Was machen wir nur? Da drüben vielleicht, beim LKW? Hier ist Versorgung. Wir werden alle sterben. Nicht, wenn ich es verhindern kann, aber wenn Madame schneller ist als ich, ja. Wie können wir sie überhaupt erwischen? Und gute Nacht. Wie zum Teufel? Und gute Nacht. Hätten wir das auch? Ah, da drüben. Wir hätten Sprengstoff mitnehmen sollen. Ein Rums und sie wäre Geschichte. Oder ich hau dir einfach eine auf die Nase. Ein Rums und du bist Geschichte. Hoppla. Was ist denn das jetzt? Hallo, PC? Ja, wir werden alle Hunde töten und dann Tee trinken. Sorry? Haben wir gerade... einen Absturz? Okay, jetzt haben wir uns wieder gefangen. Passt. Ist alles ruhig? Was auch immer das war. Dann komm hier hoch. Nicht tot, aber ausgeschaltet. Du hast meine Feinde getötet. Daher betrachte ich dich als Freund. Die Tür ist verriegelt. Warte, ich lass den Aufzug runter. Kann ich? Ja, okay. Hey, 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 hey. Hat da gerade jemand auf mich geschossen? Nee, okay. Glück gehabt, Kinders. Was geht's da denn hier so? Komm zum Aufzug! Guck mich nur kurz um. Bin da. Ich komme!